Startbildschirm will ich nicht. Doch nicht. Aber ich starte zumindest hier. Wir müssen halt nochmal die Truhe öffnen. Here goes nothing. So, haut mal alle rein. Tierischer Lärm und Wetter zweimal. Was will man mehr? Ach, du gehst auf Hitzstrahl. Könnte ich mal eigentlich auch nochmal machen. Vielleicht treffe ich damit was. Na komm, geh down. Nicht du, Esther. Ich meinte das Mob. Ich meinte den Mob. Es gibt sie auch noch down. Dann gehen wir eben kurz mal. Refreshen ist ja nicht so weit. Ja, das sind zwei lange Parts, definitiv. Vielleicht so 40 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Ab einem gewissen Zeitpunkt höre ich wohl hier in den Schloss auf und dann werde ich mich mal dann doch schlauer machen. Du schon wieder. Wie es mit der Waffe weitergeht. Es muss ja irgendwie weitergehen. Ich kann ja jetzt auf einmal die Waffen upgraden. Von Esther und von Dings. Aber ist halt die Frage, wie? Was brauche ich? Oder woher kriege ich wirklich dieses Blasrohr? Soll angeblich ein Elfenbeinturm sein, aber bis jetzt haben wir ihn nicht einmal gesehen. Diesen sogenannten Strahlemann, den wir brauchen. Sven ist down. Abreibung. Crit. So, tierischer Lärm. Ne, Hitzestrahl. Oh, 25. Okay, Hitzestrahl ist gar nichts. Okay, Abreibung. Aber macht aber auch nicht so viel. Schneekonfekt. Letzter Vorhang. Was kann das? Bissartige Geister werden heraufbeschworen und alle Gegner bewusstlos macht. Wir nehmen mal die Entladung weg. Letzter Vorhang. Bösartige werden heraufbeschworen, die alle Gegner bewusstlos machen. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Das interessiert mich mal wirklich. Okay, du haust ab. Letzter Vorhang. Ist es. Macht das Schaden oder was soll das? Bewusstlos. Fancy your chances, do you? Swing! Now you're falling! Es geht auf einen. Ist die Attacke gut? Es geht doch auf alle. Ah! Bewusstlos, das heißt einfach, das ist ein One-Hit-Killer. Wenn der funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein One-Hit-Killer. Wenn der natürlich gewirkt wird und wenn er trifft. Krass. Ach, die Truhe habe ich auf. Okay. Oder Strahlemann ist im zweiten Teil dran.
Also er ist nicht Ni No Kuni 2, sondern im Flügel 2 oder was auch immer. Das Vieh will ich haben. Aua. Let's go! So, typischer Lärm. Tierischer Lärm ist schon krass. Oh, okay. So, Abreibung, treffe ich damit irgendwas? Juhu. Okay, nice, nice, nice. Hitzestrahl bringt eigentlich nichts. Das ist ein Feuerbier, ja. Kraft sammeln. Und Attacke. Okay, Level 42 ist auch schon erreicht. Hier ist nix. Ich habe das Gefühl, dass ich doch auf beiden Seiten irgendwie lang muss. Es funktioniert doch. Komme ich jetzt? Ah ne, das ist eine Sackgasse. Das ist so groß und... Das ist tatsächlich eine Sackgasse. Okay. Das heißt, den Teil haben wir erledigt. Das heißt, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurückrennen. Okay. Der Flügel ist fertig. Das heißt, wir müssen jetzt rüber. Runter. Gut, dann haben wir das schon mal. Versuchen wir uns ranzuschleichen, das funktionierte doch ganz gut. Da muss ich mal schauen, wo müssen wir jetzt als nächstes genauer hin? Man merkt, ne? Shadars Castle war jetzt auch recht groß und das ist natürlich hier wahrscheinlich noch größer. So, Lärm. Ich hoffe, das wirkt jetzt alles nacheinander. Tierischer Lärm. Jetzt nochmal Unwetter. Abreibung. Am Anfang habe ich Abtreibung gelesen. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Das macht eigentlich nur Immunität. Ne? Das ist eigentlich gar nichts. So, Attacke. So, kommst du die EP? Genau, sehr schön. Genau so habe ich mir vorgestellt, dass sie die MP bekommt, der lag. Schneeflocke. Reiner Schein. Den hatten wir doch vorhin schon gesehen, ne? Eine himmlische Brise hebt die Schattungsveränderung aller Verbündeten auf. Ach so. Nee. Nee, brauchen wir nicht. Hackebeil? Bitte, bitte, lass es doch etwas Gutes sein. Vertikal fügt ein einzelner physischer... Okay. Okay, Kräfte zieht und so. Okay, Sabotage könnte man... Schmetterschlag. Hackebeil. Ja, du brauchst dringend mehr Punkte, mehr Dinge. Sabotage ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann er zumindest die Verteidigung runter droppen. Ich guck mir jetzt mal Hackeball an. So, hier lang. Wir müssen jetzt langsam mal weiter. Wir laufen die ganze Zeit hin und her.
und kämpfen dauerhaft. Frost-Toko. Gehen wir doch direkt mal darauf. Das macht doch Schaden, oder? Okay, war jetzt nicht so spektakulär, wie ich dachte. Aber das Problem ist, es fällt AOE-Schaden. Ist der jetzt abgehauen? Shit, der ist abgehauen. Lichtsichel. So, Hackerbeil. Okay, es reicht sogar nicht aus. Aber das ist schon mal ein heftiger physischer Angriff. Besser als die andere Attacke. Also stärker auf jeden Fall. Aber es geht leider nur auf einen. Ich hätte gerne einen kompletten AOE-Schaden. AOE-Schaden ist halt schon wichtig. Okay, bei manchen kann man sagen, ja, wir gehen jetzt für Fokussen ein. Aber im generellen Sinne hätte ich schon gerne AOE-Schaden. Deswegen tauschen wir das wieder aus. Tierischer Lärm ist nicht vom schlechten Eltern. Wie es aussieht, geht es tatsächlich da hinten weiter. Hier. Können wir nochmal heilen und dann gucken wir mal, ob wir noch Truhen finden, ob wir da irgendwas aktivieren müssen. Am Anfang dachte ich, wir müssen irgendwie auf beiden Seiten was aktivieren, dann kommen wir durch dieses Tor. Schauen wir mal. Wir speichern mal nicht. Ja, jetzt müssen wir gucken. Teleporter. Oder auch was anderes. Ein Zwischenboss. Alles in Ordnung mit dir, Pia? Der schon wieder. Kikariki! Pia. Die Königin, sie kann noch nicht gerettet werden. Ihr Herz ist von einer Barriere umgeben. Eine Barriere, die in ihrer tiefen Einsamkeit Gestalt angenommen hat. Solange sie nicht durchbohren wird... Ich kann es tun. Ich kann sie durchbrechen. Du willst es also noch einmal versuchen, Kleines? Ich fürchte, allein wirst du es nicht schaffen. Ich bin nicht allein. Ich bin mit Oliver zusammen und Olivers Freunden. Was? Pia? Du bist du sicher, Pia? Du würdest alles auf diesen Jungen setzen? Zuerst muss er mir beweisen, dass er bereit ist. Für so eine solche Bürde tragen. Oh nein. Muss ich gegen ihn kämpfen? Bitte, Oliver. Du musst gegen Kikeri kämpfen. Du brauchst diesen Zauberstab. Er wird ihn zu dir... er wird ihn dir geben, wenn du ihn besiegst. Aber Pia, ich... Okay, wenn er möchte, dass wir ihn besiegen, dann werden wir ihm den Gefallen tun. Come, Oliver Savior. Let me put your powers to the test. Galos. Show me the extent of your power. Oh mein Gott, jetzt ist die Frage. Morgenstern. Wie viel Damage machst du? 300. Was auch immer das ist, ich verteidige mich. Okay. Was macht Abendstern? Du bist eigentlich Licht, oder? Auch 300. Okay. Okay, du blühst.
Das gefällt mir nicht. Hitzestrahl. Okay, Hitzestrahl ist... Okay, Hitzestrahl kann ich ab... Trischer leer. Feuergabel. Kann ich damit irgendwas unterbrechen? Hey, kommt dir das nur so vor oder ändert sich die Angriffe des Typen, wenn seine Aura die Farbe wechselt? Wenn du weißt, welche Sorte du... What? Ach so. Wenn er Feuer ist, muss ich mit Wasser angreifen. Oder wie jetzt? Alter. Abreibung ist aber auch gut. Naja, wohl. Gut eigentlich. Zapfenstreich. Okay, er ist jetzt Wasser. Nullpunkt. Okay, auf den Kampf habe ich mich natürlich... Das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Okay, er wird jetzt... Er ist rot. Zapfenstreich. Ja, Zapfenstreich ist gut. Aber ich bin gespannt. Dann hält er die Aura. Zapfenstreich. 242. So. Aura. Okay, Feuergabel. Ah, okay. Die Aura hat er jetzt nachgelassen. Wir machen noch einmal Wasserfall. Und erlöschen mal das Feuer mit Aufwind. Sollte eigentlich funktionieren. Oder auch nicht. So, was ist denn blau? Grün. Warte mal, grün ist, Tornado, also Wind. Wind ist grün. Was ist gegen Wind stark? Feuer? Oder Erde? Ne, Erde gibt es nicht. Wind auf Wind ist nicht gut. Wind auf Feuer. Ich probiere es einfach mal mit Feuersäule. Was war das? Was war das? Was war das? Was hat er da gemacht? Da war irgendwie ein Angriff, der ihm Schaden gemacht hat. Das war nicht Feuer. Das war nicht die Feuersäule, oder? Ich bin mir unsicher. Okay. So. Zapfenstreich. Kommt aber noch durch. Okay. Aufwind. Ja, ich glaube, nach Gallus werde ich wohl trainieren müssen gehen. Und dann werde ich mich schlau machen. Und Geld sammeln. Wir brauchen dringend Cappuccinos. Am besten Espressos. Also gucken, wo es die gibt. Okay, blau. Nullpunkt. Das Problem ist, ich komme gar nicht dazu, ihn anzugreifen, wenn er Nullpunkt wirkt. Autsch. Ich glaube, er friert das. Okay, er hat schon die Aura wieder weg. Ich bin mir unsicher. Normalerweise ist Aufwind doch... Ja, ist doch so, dass das hier weggeht. Ah, okay. Schade. Das bleibt leider bei ihm. Das tut jetzt weh. Autsch. Wir gehen einfach mal auf den Morgenstern.
Hast du noch eine Phase? Ich glaube nicht. Cappuccino. Okay, du bist wieder... Die Barriere war jetzt ein bisschen unnötig. Okay, Zapfenstrahl. Nein, das war der falsche. Da ist das Licht. Ich hätte jetzt gedacht, ich... Das tut ihm gar nichts. Abreibung. Tierischer Lärm. Ich weiß, was mit Blau ist. Autsch. Greif mal an. Okay. Du bist wieder... Nein, ich habe kein MP mehr. Shit. Sollte sicher sein. Okay, die Aura ist wieder verschwunden. Wir müssen Proviant uns einwerfen. Ich will noch nicht die Starken haben. Ach, perfekt. Okay, so, Healer. Schmeißen wir jetzt was hin. Grün. Das könnte doch Feuer sein. Was hat er da jetzt eingesetzt? Feuer, ne? Ja, okay. Es ist tatsächlich Feuer. Moment. Da müssen wir mal überlegen. Sturmschaden, Blitzschaden. Also Blitz ist... Was ist Wasser? Wasser, Wasser, Wasser könnte... Könnte eigentlich Sturmschaden sein. Ist Wind auf Wasser gut? Ja. Okay. Haben wir irgendeinen einzelnen? Glaube nicht, ne? Okay, Nullpunkt. Können wir damit unterbrechen? Okay, ne, die Aura ist schon wieder weg. Greifen wir einfach mal an. I'll do my best. Haut einfach mit Morgenstern rein. Was soll der Geiz? Was hast du denn? Was machst du? Foi, foi. Zapfenstreich. Okay, das reicht nicht aus. Feufeu ist immer am besten. Kann ich am meisten Schaden machen. Grün, 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 grün war Wasser. Ne, grün war Feuer, ne? Hitzestrahl. Ja, Hitz... Okay. Aber dafür brauchte ich halt eigentlich Ranger. Bei Grün. Und Grün. Ranger hat nämlich den besseren Move dafür. Gucken, schaffen wir es noch? Ja, okay. Okay. Das haben wir schon mal herausgefunden. Aber der ist eigentlich auch so gut wie fast down, ne? Morgenstern, okay, blau. Blau ist eigentlich rot. Also muss ich mit Feuerschaden drauf machen.
Eigentlich. Aber wir hauen ihn jetzt um mit Morgenstern. Tschüss. Das war's mit dir, Gallus. Ganz viele Fonds. Exzellent. Wie es scheint, ist dir mein Geist nicht gewachsen. Dein Geist? Kikeri lebt nicht mehr. Kikeri ist ein Zauberstab. Ein Zauberstab? Du meinst dieser Zauberstab? In der Tat. Ich bin eine Seele, die Seele, die in dem Zauberstab namens Astra innewohnt. Eine Seele in einen Zauberstab? Ich schätze, dieser Zauberstab ist dann so ähnlich wie Morgenstern? Das ist korrekt. Astra ist Morgensterns Zwilling. Ich habe die Morgenstern gegeben, damit du zu mir findest. Das Kind ebenfalls. Was meinen Sie mit ebenfalls? Die Königin hat Pia in deine Welt verbannt, Oliver. Ich habe dafür gesorgt, dass sie dich dort trifft und mit dir, um dir das Portal unsere Welt zu zeigen. Sie gab die einen Zauberstab, der aus einem Ast des Nazca-Himmelsbaum gefertigt wurde, was dir seine beachtliche Macht gewährte. Ein Zauberstab von einem himmlischen Himmelsbaum, das heißt, dieser Stecken, den ich gefunden habe. Ja, hihihi, Kikeriki hat mir den gegeben. Pia hat dich in diese Welt geführt und sie hat dir den Weg weitergewiesen bis hierhin. Aber wieso tust du das? Arbeitest du nicht für die Weiße Königin? Bist du nicht ein Mitglied des Rats? Ha, ich arbeite für niemanden. Diese Maske, dieser Gallus, ist ein notwendiger Vorwand, nicht mehr. So konnte ich an sie herankommen, um über sie zu wachen. Um meine Tochter zu beschützen. Das ist der Vater... Ihre Tochter? Sie meinen, die Weiße Königin? Was sonst? Du bist der Vater von Cassiopeia, nicht wahr? Nach meinem Ableben ist Cassiopeia vom Weg abgekommen. Sie hat das Manna mit den besten Absichten heraufbeschworen. Und Verzweiflung war ihr Lohn. Erst danach wurde sie zu der Weißen Königin, als die ihr sie nun kennt. Und nun vermag meine geliebte Tochter nicht mehr zu verstehen, wenn Dunkelheit umhüllt sie. Sie ist verloren und allein in einer Welt, die sie selbst schuf. In ihrer eigenen Welt? Es tut weh, dass es so weit gekommen musste. Ich wollte sie wieder auf den rechten Pfad bringen, doch das war zu viel für mich. Ich bin bloß ein... Der ich bloß ein Geist bin. Nun liegt es an euch. Ihr müsst meine Cassiopeia retten. Nehmt diesen Zauberschaum und zerschmettert das Böse, das ihr Herz umhüllt. Ihre Maske soll fallen. Legt das Gesicht der unschuldigen Prinzessin frei. Kikariki! Er hat das alles also für seine Tochter getan. Wir bekommen Morgensterns Schwester. Kikeri hat dich gebeten, ihm zu helfen, Oliver. Ja, und das ist genau das, was wir tun werden. Wir haben jetzt Astra. Nichts kann uns aufhalten. Wir müssen Pia retten, so. Du erhältst Astra! Ist sie jetzt tatsächlich stärker? Der königliche Zepter ist sogar stärker, aber da kann ich nicht ausrüsten.
Astra ist um einiges stärker. Kannst du morgen? Du kannst Morgenstern nutzen? Und Astra. Lol. Aber du bekommst Morgenstern. Du bekommst einen kleineren Bruder. Okay, ja, ich würde sagen, wie es aber jetzt hier weitergeht in diesem Elfenbeinturm, wenn wir doch erst noch beim nächsten Mal erfahren. Es ist doch einiges passiert, doch ein Bosskampf. Ja. Ich werde nochmal herausfinden, wie es mit den Waffen jetzt weitergeht. Und dann werde ich definitiv nochmal hier wahrscheinlich trainieren und Geld sammeln und dann halt erstmal wieder einkaufen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Okay, es ist doch noch einiges vor uns noch. Ich dachte, das wäre jetzt die letzte Aufnahme. Das wird wahrscheinlich beim nächsten Mal so sein. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich ein Daumenchen nach oben da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann!